Der Klassenausflug führt die Welpengruppe mitsamt Eltern heute an die Ruhr. Auf dem Programm steht eine Wassergewöhnung, allerdings vom Boot aus. So Leute, die Sonne scheint, wir haben einen spannenden Ausflug geplant. Und zwar geht es heute um Mut von euren Welpen, es geht um den Gleichgewichtssinn. Wir werden heute zusammen Tretboot fahren und schauen mal, wie gut eure Welpen das machen und hoffentlich auch nicht baden gehen. Wir schauen, kommt mal mit. Während sich die einen freuen, ist Watson noch skeptisch. Ich bin gespannt, wie Watson das Tretbootfahren findet. Mit Wasser hatte er bis jetzt noch nicht so viel Berührung. Was ich erstmal extrem bemerkenswert finde, ist, dass der Watson hier auf dem Gitter mal gar keine Probleme hat. Gut, ja. Das stört ihn ja überhaupt gar nicht. Den Bounce lieber tragen, weil der hat kleinere Pfötchen. Der könnte da stecken bleiben. So, du gehst jetzt mal zuerst ins Boot und wir schauen mal, ob der Watson dir folgt. Ja? Wir passen natürlich auf, dass er da nicht reinfällt. Warte, okay? Ich muss noch eben hier die Ecke ranziehen. Und während Mama vorgeht und Watson zuschaut, nimmt Bounce allen Mut zusammen. Ja. Ach, du hast es doch gleich, Junge. Ja, belohnen. Ja! Super. Sehr schön. Alleine das hat sich heute schon für ihn gelohnt. Ne? Jetzt heißt es nur noch auf dem Boot und trocken bleiben. Ich lasse ihn jetzt mal hier zu dir laufen. Ein bisschen klettern darf er. So, das erste Boot ist komplett. Ihr seid bereit. Ja? Motiviert eure Hunde, belohnt die zwischendurch. Lasst die mal ein bisschen hier was ausprobieren. Okay, gute Fahrt. Gute Fahrt. Jetzt kommt Bewegung in die Sache, das wackelt ein bisschen. Ne? Guckt, dass die Leinen nicht auf Spannung sind. Schön locker. Und auch die nächsten Schüler haben schon ihre Rundfahrt gebucht. Nicht immer freiwillig. Das habe ich mir gedacht, ne? Dass da Cooper schon ein bisschen sensibler unterwegs ist. Ne? Oh. Deswegen auch völlig richtig. Ist ihm kalt oder hat er Schiss? Was meinst du? Okay. Echt? Ja. Das heißt, ganz tief bei Mama einkuscheln. Also wie es zu erwarten war, hat Cooper total Angst. Deswegen habe ich ihn jetzt auf den Arm genommen. Und dann wird die Situation gleich bestimmt wieder regeln. Und dann wird er sich entspannen. Beim Cooper machen wir eine Ausnahme. Du steigst bitte mit ihm ein. Ja? Den lassen wir jetzt hier nicht drauflaufen. Komm einfach mal rüber. Während Cooper sich ruhig an das Schaukeln gewöhnt, sucht Ace vergeblich nach dem schnellsten Zugang aufs Boot. So, Ace kann auch fahren, allerdings nicht mit dem Rettungsboot. Ace, komm mal hier rüber. Das ist dein Boot. So, guck mal. Ja. So, ich glaube, das kann... Ja, geh einfach drauf, ja. Wow! Das war genau der richtige Moment, aber hat er gut gemacht. Also Gleichgewicht bei Ace, check, alles super. Und auch Luna und Emilo haben es zwischenzeitlich aufs Boot geschafft und genießen die Aussicht und schulen ihren Gleichgewichtssinn. Fahren wir mal hinterher. Ja. So, übernimmst du das Ruder? Jawohl. So, gib Gas. Und während die Lehrer sich die Entwicklung aus der Entfernung anschauen, werden manche Hunde immer mutiger. Jetzt nur nicht übertreiben. Oh Mann. Alter. Ja, Wassergewöhnung ist auch inklu heute. Beagle sind nicht unbedingt als Wasserratten bekannt. Ob Watson das weiß? Ja, da hat der Watson ein bisschen zu tief die Nase ins Wasser gesteckt. Das fand er jetzt, glaube ich, nicht so gut. War ein bisschen erschrocken, aber ihm ist kalt, aber er kann schwimmen. Das haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal festgestellt. Das ist ganz gut. Ist der Watson wieder trocken? Hat er sich von dem Schock erholt? Der braucht, glaube ich, ein bisschen Ruhe gerade. Im Gegensatz zu Ace. Denn was Watson kann, kann der Schäferhund Mix schon lange. Ja, der kommt zurück. Hol ihn rein. Jawohl. Oh, und freut euch, gebt dem Futter. Jetzt schütteln. Da lässt sich Ace nicht zweimal bitten. Da war eine Dusche für euch auch noch inklusive. Aber er hatte Spaß. Der ist richtig gut geschwommen. Ne? Habt ihr ein Handtuch? Ja. Jetzt nur gut trocken rubbeln, damit die Welpen nicht krank werden. Und dann zurück zum Ufer. So Leute, das war ziemlich aufregend. Eigentlich wollten wir nur Tretboot fahren. Aber wir können jetzt zwei Welpen heute zum Seepferdchen gratulieren. So, nach der ganzen Aufregung haben sich eure Welpen jetzt definitiv eine Pause verdient. Ihr könnt euch ein bisschen aufwärmen. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. Ciao. Tschüss. Für die Wasserratten geht's zurück in die Schule.
Nur einer muss noch nachsitzen. André ist unterwegs zum Elterngespräch bei Emilo. Hallo. Hi, wo ist er denn? Der wartet schön brav im Wohnzimmer. Komm gerne rein. Das ist immer sehr schön. Brav guckt er ja, aber der 15 Wochen alte Krummvorländer hat es faustdick hinter den Ohren. Ist ja schon mal großartig, dass er in der Begrenzung bleibt. Dann löse ihn ruhig mal auf. Ja, fein. Hallo. Na? Also das gefällt mir schon mal richtig gut. Haben wir geübt. Sehr gut. So, dann setzen wir uns mal zusammen. Das ist okay. Ja, du reagierst auf jeden Fall sonst. Darf er, ja? Ja. Okay, gut. Ja, erzähl mal. Ja, also viele Dinge klappen schon sehr gut, aber ja, ein Problem, was man jetzt gerade auch ein bisschen erkennt, ist halt immer noch das Beißen. Damit haben wir auch seit Anfang an wirklich sehr große Probleme. Okay, erstmal ist es ja normal in der Welpenphase, dass die auch gerne mal beißen. Das höre ich, glaube ich, von jedem Welpenbesitzer. Aber jetzt sind ja schon ein paar Wochen vergangen, ne? Ja. Und der beißt und beißt. Was machst du dann? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf dem Sofa bin und das anfängt, dann tue ich ihn einfach runter, dann darf er nicht mehr hoch. Keine Aufmerksamkeit mehr. Genau, aber dann ist es manchmal, dass er dann um meine Füße geht. Ja. Ansonsten, ja, ich versuche ihn irgendwie wegzuschubsen oder so, aber das stachelt ihn meistens nur noch mehr an. Ja, genau, da zeigt das nochmal. Boah, der zieht ja richtig da an deiner Hand, ne? Emilio beißt eigentlich immer, wenn er gerade Aufmerksamkeit haben möchte. Und ja, das tut auf jeden Fall sehr doll weh. Also meine Hände sind auch immer am Bluten und auch er zieht immer an den Haaren, dann kommt da so ein ganzer Haarbüschel raus. Also ist auf jeden Fall nicht so angenehm. Und sein Problem zeigt Emilio auch jedem Besucher ganz unverhohlen. Ah. Okay, das, hey, das geht gar nicht. Hey, jetzt kommt er erstmal runter. Hey. Wir starten mal mit dem Akzeptanzthema. Ich glaube, dass es daran liegt, weil im Loft klappt es ganz gut. Also er kann sich da zusammenreißen und auch Feedback zeigen. Ja. Und wir machen mal eine Übung einfach mit Futter. Hol doch mal ein bisschen Futter und dann gucken wir mal, ob du das für dich beanspruchen hast. Anderer Kontext, geht aber auch wieder um Akzeptanz. Das ist auch okay, wenn er das macht? Das ist sein Lieblingsplatz. Hier fehlt es an Regeln und Grenzen. Das müssen wir schleunigst nachholen. Zunächst mal mache ich jetzt einen kleinen Akzeptanzcheck mit bekannten Übungen und will einfach mal sehen, ist Nina in der Lage, sich durchzusetzen. Was ich möchte, ist, dass du Futter für dich beanspruchst. Und ich möchte gerne von Emilio sehen, dass der sagt, alles klar, habe ich verstanden. Okay. Lass mal so ein Stück Futter einfach mal zufällig fallen. Er soll nicht drangehen. Hey. Auf die Verlockung springt Emilio jedenfalls direkt an. Okay, zu spät. Hat es erwischt? Ich bin nicht dran gekommen. Der alte Lump hier. So, also, du kämpfst da eher mit ihm. Wer ist schneller? Und da sind wir wieder nicht im Akzeptanzthema drin. Ne? Schau noch mal körpersprachlich, dass du noch einen Schritt weiter gehst. So, ich lass mal eins fallen und wenn er dran gehen will, hey, jetzt gehst du hier weiter. Guck mal, ich bleib mit dem Oberkörper dabei. Geh noch mal auf ihn zu, ohne ihn irgendwie weh zu tun. Ich greife mal hier rein. Dann fängt er an. Das Gesicht klappt einmal so ein bisschen nach hinten. Die Ohren gehen zurück, die Zunge kommt. Und er wird auf einmal ganz höflich sehr zurückhalten. Er zeigt, okay, habe ich verstanden. Jetzt zum Beispiel kann ich mich auf ihn verlassen. Jetzt lade ich ihn mal ein. Das heißt, ich gehe mal hier nach hinten und gehe mal hier in so eine einladende Körperhaltung. Guck mal, was der jetzt für einen Meidebogen zeigt. Ne? Und ich habe ihm ja nichts getan. Aber jetzt siehst du auch, ne? Das hier. Ja? Er beschwichtigt, aber er ist vorsichtig und zärtlich vor allen Dingen dabei. Ich muss es aber jetzt auch nicht übertreiben. Ja? Okay, Nina, jetzt wäre es deine Aufgabe, das nochmal zu wiederholen. Ja? Und wichtig ist jetzt, der muss wirklich merken, du meinst das in dem Moment ernst. Okay. Hey! Keine Hektik. Greif nochmal rein. Ne? Der guckt ja immer noch nach dem Futter. Aha. Ich habe direkt gesehen, wie Emilio das angenommen hat. Und ich habe sofort einen Unterschied zu vorher gesehen. Und habe halt auch gesehen, dass es wirklich an der Körpersprache liegt und es nur um Kleinigkeiten geht, die dann den Unterschied machen. So, du spielst ihn mal einfach ein bisschen an. Und zwar so, dass Emilio richtig Lust aufs Spielzeug bekommt. Jetzt möchte ich bitte, dass du mal einfach versuchst, das Spiel zu beenden. Das Spiel ist jetzt vorbei. Hey. Hey. Okay, danke. Reicht mal. Steh mal auf, bevor du dir noch wehtust. Und da sehen wir unser Problem. Ich zeig dir jetzt, wie das funktioniert. Ja? Das heißt, du spielst ihn wieder an. Zack, links und rechts und hier und gib ihm. So, und jetzt ist irgendwann Schluss. Ja? Ich mache das sehr ruhig. Das heißt, ich gehe einfach hier hin, schieb meinen Oberkörper drüber, fängt er sofort an zu beschwichtigen. Und schau mal jetzt, ja, wie er sich zurücknimmt. Total artig. Ne? So, dann probier du es doch jetzt mal genau so aus. Mal schauen, ob du das schaffst. So, und jetzt kommt der Moment, du möchtest das Spiel beenden. Nimm das Spielzeug Oberkörper drüber ziehen. So, warten. Hey. So, jetzt, ne, guck mal, dann sagst du hey und dann kommt der nach vorne. Und das darf nicht sein. Du machst hey, du schubst den weg und dann knurrt er dabei und greift dich wieder an. Jetzt ist es angekommen. Ja?
Nina hat die Tendenz, eher zurückzugehen, wenn sie irgendwas will. Und das verstehen Hunde nicht. Wichtig ist, wenn ich die Körpersprache einsetze, dass ich sie auch stark einsetzen kann. Und zwar immer, indem ich nach vorne gehe. Nicht hektisch, vor allen Dingen auch nicht hysterisch, aber sehr bestimmt und sehr souverän und klar. Und dann kommt es auch bei Emilio an. So, und jetzt schau mal, wie toll der da liegt. Der entspannt sich, der nimmt sich zurück. Und du hast das geregelt. Und das ist jetzt wirklich Akzeptanz. Und das ist deine Hausaufgabe. Benutze solche Übungen und dann bin ich guter Dinge, dass wir das ganz zeitnah in den Griff bekommen. Ja. Viel Erfolg. Dankeschön. Bis bald. Und während Emilio noch über die Nachhilfestunde grübelt, genießen die Klassenkameraden noch eine kleine Pause.